Da sind wir wieder bei Let's Play Mass Effect 3 und wir stehen noch in unserem coolen Apartment in der Citadel rum. Auf der Citadel, wie auch immer. Genau, und wir haben eine Aufgabe. Wir müssen, gerade eben wurde es noch angezeigt, jetzt nicht mehr. Wir müssen Vorräte für die Party besorgen, denn wir haben ja beim letzten Mal unseren Doppelgänger niedergemacht und haben nun endlich mal wirklich Landurlaub und können mal machen, was wir wollen. Ja, aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier um, denn wir sehen schon, Glyph fliegt ja auch noch mit rum. Vielleicht können wir ja hier auch noch ein bisschen Spaß haben. Commander, wenn Sie mit der Party beginnen möchten, müssen Sie zunächst Vorräte auf dem Strip kaufen. Na, dann machen wir uns gleich mal auf den Strip. Ich habe zu diesem Zweck bereits Credits auf Ihrem Konto deponiert. Besten Dank, das ist schön. So, jetzt wird es auch wieder angezeigt, Vorräte für die Party kaufen. Ich will bloß noch mal ganz kurz schauen, hier liegt bloß der Kram von Anderson rum. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen und die will ich mir natürlich noch anschauen, bevor wir losmachen. Und danach können wir dann durchaus sehr gern die Vorräte für die Party kaufen gehen. Oh, eine Nachricht ist gut. Von ihren Freunden bei der Armex Arsenal Arena. Team der Armex Arsenal Arena. Sehr geehrter Commander Shepard, wir hier bei der Armex Arsenal sind große Fans von Ihnen und wir können Ihnen gar nicht sagen, wie sehr wir Ihren Einsatz im Kampf gegen die Reaper schätzen. Um die Sache hier auf der Citadel noch mehr ins Bewusstsein zu bringen und zudem die Moral zu heben, haben wir vor kurzem den holographischen Feinden in unserem Simulator neue Skins gegeben, sodass sie jetzt aussehen wie Cerberus-Truppen. Das Hinzufügen von Geth-Feinden nach ihrem Angriff auf die Citadel vor ein paar Jahren hat das Zuschauerinteresse damals deutlich erhöht und wir haben auch schon Reaper-Streitkräfte. Uns ist durchaus bewusst, wie beschäftigt sie sind, aber falls sie sich bei einem Landurlaub mal ein bisschen austoben und unseren Zuschauern zeigen wollen, wozu das echte Militär fähig ist, dann würden wir uns sehr freuen, wenn sie mal bei uns mitmachen. Ein kostenfreier Pass liegt jederzeit für Sie bereit. Nochmals vielen Dank, Ihre Freunde bei Armex Arsenal. Genau, wir können jetzt nämlich auf der Citadel auch solche rundenbasierten Kämpfe machen, solche Arena-Fights. Werde ich jetzt aber, glaube ich, nicht machen, weil, ja, bringt's ja jetzt nicht so unbedingt. Ihre Unterstützung von Jarvik. Commander, ich habe ein interessantes Angebot erhalten, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Treffen Sie mich vor dem Casino am hinteren Ende dieses sogenannten Silver Sun Strip, der mit Silber oder Sonnen nicht das Geringste zu tun hat. Primitive sind doof. Drinks von Garrus, Shepard. Falls es Ihre Zeit erlaubt, sollten wir uns die Bars hier mal ansehen. Treffen wir uns doch im Silver Coast Casino, oberes Stockwerk. Hoffentlich gibt's diesmal keine toten Waffenhändler. Mittagessen von Samantha. Commander, wie wär's mit einem gemeinsamen Mittagessen im Vergnügungsbereich der Citadel? Hoffentlich sieht man sich dort. Landurlaubaktivitäten mit Edie. Shepard, ich hielte es als Teil meiner Ausbildung für angebracht, wenn Sie und ich gemeinsam an Ritualen teilnehmen, wie sie in allen Kulturen der Menschen vorkommen. Antworten Sie, dann können wir uns in Ihrem neuen Apartment treffen. Die Edies Ausdrucksweise ist auch wieder geil. Ich muss Ihnen etwas zeigen von James. Hey, wenn Sie das nächste Mal in Ihrem tollen neuen Apartment Zeit totschlagen wollen, sagen Sie Bescheid. Es gibt da etwas, das ich Ihnen gerne zeigen würde. Und Einweihungsparty von Tali. Shepard, wenn wir das nächste Mal auf der Citadel sind, würde ich gerne vorbeikommen. Es eilt nicht, aber es ist schön, dort einen Ort zu haben, den man ein Zuhause nennen kann. Genau. Also, jeder will was von uns. Was haben wir denn jetzt eigentlich in dem Katalog? Können wir jetzt hier irgendwas auswählen? Nee, gibt's immer bloß das Standardzeug noch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir auf dem Strip neue Ware kaufen können. Um unsere Hütte einzurichten ein bisschen. Was liegt denn eigentlich? Ist das ein Raumschiff? Keine Ahnung, was das darstellen soll. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Strip und schauen uns mal ein bisschen um, was wir denn jetzt hier alles so machen können. Also es ist jetzt so die reine Vergnügung im Prinzip, dieser Strip. Bin mal gespannt, das kenne ich ja auch noch nicht. Es gibt auf jeden Fall noch die Möglichkeit, mit diversen Leuten Gespräche zu führen und das wollen wir natürlich auch wahrnehmen dann in der Folge. Aber erstmal schauen wir uns hier draußen ein bisschen um. So. Achso, das ist die Vorräte kaufen. Alles klar. Ein neuer Laden? Handgemacht. Ah, hier können wir uns jetzt ausstatten. Alles klar. Elegante Ottomane? Ist Ottomane nicht männlich? Ich dachte immer, Ottomane wäre ein männliches Wort. Na gut. Keine Ahnung. Ich lasse das jetzt einfach mal. Ist jetzt auch nicht so spannend, die Auswahl, ne? Ich lasse das jetzt einfach mal, werde ich vielleicht mal so zum Spaß irgendwann nebenbei mal mit für mich machen. Aber jetzt fürs Let's Play ist es ja, glaube ich, nicht so wichtig, dass wir hier umdekorieren in der Wohnung.
Wir erfüllen gerne alle Ihre Wünsche, wenn es um den Haushalt geht. Na klar doch. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, hier könnten wir jetzt reisen. Also das ist mal ein wunderschönes Auto. Wirklich? Warum? Das ist ein Mark II 2187 Blackout. 650 Klicks Höchstgeschwindigkeit. Laut Topflight ist es das Skycar des Jahrhunderts. Schon gut, schon gut. Ja, na klar. Irgendwie ist so eine seltsame Fixierung auf Skycars hier in dem DLC. Ich weiß auch nicht. Haben wir ja noch mehr Leute, die mit uns sprechen wollen? Oder mit denen wir vielleicht sprechen können? Nö, ne? Dann schauen wir mal, was es hier gibt. Ach, hier scheint es zur Arena zu gehen. Genau, Amex Arena. Aus wie die anderen. Genau darum geht es doch. Außer an ein paar kleinen Schildern erkennt keiner den Unterschied. Ich meine, der Wagen ist auf der Straße doch schon fast illegal. Zielsicherheit würde sich auf den Fahrer stürzen, wenn das Ding richtig aufgemotzt wäre. Folgen Sie mir. Watcher. Watcher sind geil. Ach, sieh mal an. Der macht hier Hütchenspiele oder was? Die verlieren. Schade. Finden Sie die Dame. Ich hab gar nicht aufgepasst. Ein Gewinner, der kriegt ein Spitzendinner. Natürlich. Ein großer Gewinn. Ja. Ich dachte mir fast, dass es wieder links drin ist. Aber das ist auch so gut wie unmöglich, dem vernünftig zu folgen, ne? Weil die ja nun nicht einfach aneinander vorbeigehen, sondern durcheinander durch. Aber ich glaube, jetzt müsste es links sein wieder. Nein? Ach, ihr bescheißt doch. Ihr betrügt doch. Blasto! Der einzige Hanar-Spectre, den es jemals gab. Was haben wir denn hier oben Schönes? Gut, haben wir mal ein paar Credits bei dem Hütchenspieler gelassen. So muss das sein. Vielen Dank, dass Sie sich jetzt darum kümmern. Ich weiß, Sie sind außer Dienst. Kein Problem. Sie riskieren da draußen an der Front Ihr Leben. Da ist es doch das Mindeste, Ihre Nachschubanfrage sofort zu bearbeiten. Mal sehen. Hier steht's. Ritzy Susan, N7 Biotik-Spezialistin. Abgeschlossenes Spezialtraining als Fury in Rio de Janeiro. Du bist N7? Ja, das bin ich. Ich warte schon länger auf einige Upgrades. Sie könnten Leben retten. Dafür ist der Allianz-Nachschubdienst ja da. Du siehst nicht aus wie N7, sorry. Na gut, was haben wir denn hier? Gehen wir mal ein Stück zur Seite, ich will das auch lesen können. Castle Arcade. Eine Spielhölle, okay. Wir gehen mal kurz reinschauen, vielleicht steht da jemand drin von uns. Sowas wie James oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihr zu. Also zu spielen habe ich jetzt keine Lust, ehrlich gesagt. Sie haben noch nie diesen Zug eröffnet. Ist mir egal. Was haben Sie vor? So, ich glaube aber bald, hier wird wohl niemand von unseren Leuten... Doch, Said, na sieh mal an. Hier triffst du wirklich auf alle. Du gehörst mir, du Mistding. Verdammt. Said? Hier drüben, Shepard. Das Ding ist unmöglich. Verdammt. Was machen Sie da? Da war dieser Junge, hat geschnieft, hatte keine Credits mehr und heulte. Also wollten Sie einen Preis für ihn holen? Er hat gefragt. Es sah einfach aus. Ach, verdammt. Wo ist das Kind? Mir doch egal. Haben Sie Credits, Shepard? Könnten wir nicht was Besseres machen? Was könnte wichtiger sein als Said Massani, wie er nicht von einem Spiel für Kinder vorgeführt wird? Sie wollen wirklich so ein Plüschtier? Verdammt richtig. Also dann. Credits. Okay, aber selbst ein Kopfgeldjäger sollte hin und wieder Manieren zeigen. Bitte. Ruhig. Ruhig. An dem Ding wurde manipuliert.
manipuliert? Einzig logische Erklärung. Ich werde den beschissenen Erfinder dieses verdammten Spiels jagen und ihm dann seine Inspiration aus dem Arschloch ziehen. Sicher so ein salarianischer Klugscheißer. Ich mach weiter. Credits. Okay. Geht doch. Siehste? Hier, bitte, Schätzchen. Okay, Said. Wohin jetzt? Keine Ahnung. Worauf haben Sie Lust? Apollos? Casino? Weiterspielen? Mit dir eigentlich habe ich auf nichts Lust, muss ich zugeben. Ey, das ist doch kein Kind, das ist eine Asari, die könnte sonst wie alt sein. Aber diesmal machen sie es mit ihren eigenen Credits. Ich kann durchaus für meine eigene Sucht zahlen, Shepard. Eine Sucht? So schnell? Ganz oder gar nicht, wie immer. Ja, das kenne ich von Ihnen. Ja, ist klar. Kleiner Maniker. Na gut. Was haben wir denn sonst noch so? Said ist weg. Wunderbare Preise! Sie können gewinnen! Ich frage mich, ob wir jetzt auch ein Plüschtier kriegen, wenn wir jetzt hier gewinnen. Würde mich mal interessieren. So, was müssen wir denn machen? Können die Klaue bewegen? Aktivieren Sie die Klaue über den Preis, den Sie gerne hätten. Sie gewinnen jeden Preis, den die Klaue aufsammelt und im Preisschacht ablegt. Der Wert des Preises richtet sich nach der Farbe der Kugel. Orange ist der Hauptpreis. Ach so, nee. Ach, nee, das ist ja langweilig. Nee, keinen Bock. Ich dachte, ich kriege ein Plüschtier. Auf irgendwelche Dekorationen oder Waffenmods habe ich keine Lust. So, hier können wir noch auf Samantha warten, aber wir schauen noch mal ganz kurz hier unten nach. Das geht ja über tausende Etagen, das Ding. Bei dem geht nichts. Ich glaube, hier ist wirklich keiner mehr sonst, ne? Towers of Hanoi, ah ja. Das war unfair. Das Ding muss kaputt sein. Na gut, dann warten wir mal auf Samantha und werden mal unser, weiß ich, ob man State nennen kann, unser Treffen mit ihr hier durchführen. Über die Schwächung feindlicher Verteidigung? Brillantes Endspiel. Ausgezeichnetes Bay Lucian Gambit. Ist das Weltraumschach? Es heißt Kepish Yakshi, Klinge der Nachtwinde. Die Asari spielen es schon seit... Wir waren zum Lunch verabredet. Es tut mir leid. Ich habe nur zum Spaß an dem Turnier teilgenommen und gedacht, ich fliege gleich am Anfang raus. Oh, keine Sorge. In höchstens 20 Zügen sind sie hier ganz bestimmt fertig. Tissusa. Trainer. Was zur Hölle? Wollen Sie mir Ihre Fregatten nicht gleich geben? Ich kriege sie ja am Ende doch. Holgara Tissusa. Sie hat mich aus 4 Turnieren geworfen. Das war, bevor Sie beim Galaktischen Krieg mitgearbeitet haben. Stimmt. Ich bin viel besser geworden, seit ich auf die Normandy kam. Die übrigens eine Fregatte ist. Also gut aufpassen. Verstanden. Oh, verdammt! Ah! So viel zu Ihrer Fregatte. Neurales Feedback hält einen davon ab, Figuren einfach zu opfern. In ein paar Jahrhunderten könnten Sie eine echte Gegnerin sein, Trainer. Man kann auf einem Kriegsschiff kaum trainieren, was? Mein Volk hat mehr Respekt vor großen Denkerinnen. Ich lebe recht gut davon, Asari-Jungfrauen durch dieses Spiel Taktik und Strategie beizubringen. Ich nehme mal an, die eine Fregatte, die Samantha noch hat, die wird dann wahrscheinlicherweise zum Sieg gereichen, oder? Sie spielen also beruflich?
Ich unterrichte durch strategische und taktische Simulationen. Ja. Spezialistin Trainer hier hat persönlich die Grissom Akademie und damit über ein Dutzend Studenten gerettet. Sie ist sicher ganz großartig. Aber ihre letzte Fregatte ist trotzdem weg. Aber durch diese letzte Fregatte fällt ihre Heimatwelt. Totgeschockt. Danke, Commander. Und nochmals Entschuldigung wegen des verpassten Essens. Alles für eine gute Sache. Weitermachen. Das war mal ein spezielles Date, würde ich sagen. Fand ich aber auch sehr interessant, wie die sich am Anfang begegnet sind. Hatte so ein bisschen was Kill Bill-mäßiges. Na gut, ja, ich muss jetzt hier nicht spielen, ganz ehrlich, das brauche ich nicht unbedingt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Aber ganz witzig, dass sie die Möglichkeit mit eingebaut haben. Hatte ich da drüben jetzt eigentlich schon geschaut, was das ist? Wo bin ich denn eigentlich hochgekommen? Ist das der Aufgang? Ich blicke hier nicht mehr durch, es sieht alles gleich aus. Ja, ja, das ist der Aufgang. Gut, dann schauen wir mal noch hier hinten in der Ecke. Wir wollen ja alles mitnehmen. Silver Coast. Ah, hier hat doch auch irgendjemand auf uns gewartet. War das nicht Garrus? Mir war so. Viele Möglichkeiten, viel Geld zu verlieren, wie mir scheint. Das sieht doch fast so aus wie die Hütte, in der wir unseren Empfang hatten. Kann das sein? Unseren Spendenempfang. Hey, wie bekommt ihr den Landurlaub? Bestens. Die Pause tut gut. Wir haben gegen Geth unter Reaper-Kontrolle gekämpft. Was ist das denn? Ah. Senec, Kommunikation. Tiara, Rausschmeißer ablenken. Urge, den Tresorraum. Thermalsensoren umgehen, sonst wird abgeriegelt. Die Bewegungsmelder lösen Alarm aus. Work, stiehl eine Uniform. Du gehst als Sicherheitsmann rein und machst die Verhaftung. Ups, ich bin wohl im falschen Casino. Kasumi? Geht spazieren, Jungs. Ich darf erklären? Ich habe sie angeheuert, weil sie der beste Dieb der Galaxie sind. Schmeichler. Sind Sie knapp bei Kasse oder wollen Sie nur in Übung bleiben? Wer nicht auf die Citadel kann, hat's da draußen zurzeit ziemlich schwer. Die haben hier mehr Geld, als sie ausgeben können. Es wäre eine Hilfe für die Flüchtlinge. Und wenn die Reaper siegen, hat keiner mehr was davon. Die Reichen berauben und es den Armen geben? Ich mache meinen Job. Cerberus-Basen ausrauben und Reaper-Stellungen infiltrieren macht Spaß. Aber ich bin eine Diebin. Stehlen, so bin ich. Denn sonst... Übrigens, werden Sie Alarm schlagen? Lassen Sie sich nicht erwischen. Hey, ich werde nie erwischt. Los, Jungs, die Show geht weiter. Verzeihung, gibt's ein Problem? Nein, keinerlei Problem. Soll Kasumi doch ruhig ihren Spaß haben, ist völlig okay. So, wo bin ich denn jetzt gelandet, ist die Frage. Keine Gaune an meinem Tisch, nur zur Warnung. Na klar doch. Ist aber schön, dass dieses kleine Gerät zu einem Treffen mit Kasumi führt. Also ich glaube, hier werden wir jetzt nochmal alle irgendwie treffen können auf dem Strip. Ist auch ganz witzig. Sind das hier die Geräte, die sie vorhin kaputt gemacht hat? Wer hey, weiß. Echt steiles Spiel, das sie da laufen haben. Macht sie jetzt voll einen auf Robin Hood. Ist aber auch ganz schön. Ich meine, die Diebin kriegt man sowieso nicht aus ihr raus. Aber immerhin setzt sie es für einen guten Zweck ein. So, gehen wir mal kurz hier hinten schauen. Ich glaube, das ist wirklich das Casino, in dem wir waren, ne? Da müsste doch hier hinten eigentlich... Ach so, hier ist zu. Alles klar. Hier war ja dann der Zugang zu dem Büro. Wenn ich mich nicht irre. Kennst du an der Seite andere Spezies? Gehen wir mal nach oben, ja, denn ich würde denken, Garrus hatte gemeint, dass er oben rumkriecht. 10% unserer Einnahmen fließen in die Kriegsbemühungen. Das ist sehr schön. Unterstützt den Krieg, genau. Hier, genau, auf Garrus warten. Was machen wir als erstes? Nur noch mal kurz schauen, ob es hier sonst noch was gibt.
Sieht mir aber nicht danach aus. Also, wo war's denn jetzt? Hallo? Ach hier. Also warten wir mal auf Garrus. Wir tanzen jetzt aber nicht mit ihm, oder? Shepard. Und was machen Turianer so in ihrer Freizeit? Meistens Pläne für die nächsten Arbeiten an Bord. Ich hätte da einige Ideen für das Vordergeschütz der Normandy. Wissen Sie, was Sie brauchen, Garrus? Das Schalldämpfervisier Mark IV aus dem Waffengeschäft? Ich dachte an ein Date. Entschuldigung, Sie haben meinen Freund hier gemustert. Sie sollten sich kennenlernen. Hallo. Ja, hallo? Und... Das läuft ja schon mal richtig gut. Finde ich lustig, dass Shepard jetzt einen auf Wingman macht hier. Sagen Sie was Nettes. Sie scheinen nett zu sein. Vielleicht etwas ruhig. Introvertiert. Aber sehr anständig. Oh, danke. Glaube ich. Mensch, das Gespräch, das kocht ja richtig. Smalltalk. Sind Sie oft hier? Die meisten Stammgäste sind sicher Alkoholiker. Ich bin oft hier. Ich arbeite in der Botschaft und will hier entspannen. Okay, hören Sie. Ich habe da was vergessen. Und ich sollte jetzt besser gehen und es erledigen. Tut mir leid, nochmal von vorn. Ich wollte sagen, mein Name ist Garrus und ich würde gerne etwas mit Ihnen trinken. Situation gerettet. Der Alkohol macht's möglich. Wunderbar, wir haben mal Wingman gespielt, auch lustig. Haben sie nochmal eine Turianerin mit da reingebracht? Nach Nyrene war das ja die erste jetzt überhaupt, die irgendwie mit drin vorkam. Also, da sind sie erst ziemlich spät drauf gekommen, dass sie das mal machen sollten. Bitte den Wasserfall nicht berühren. Entschuldigung. Der Brunnen dient zur Dekoration. Bitte nicht berühren. Natürlich. Bitte tauchen Sie Ihre Hände nicht ins Wasser. Ja, ich doch nicht. Probieren Sie unseren Eiern. Lieber Eintrittscocktail an der Urinalbar. Ich will euch keinen Orang an. Warum war wieder klar, dass irgend sowas kommt? Bitte den Wasserfall nicht berühren. Es rutscht irgendwann immer in die Fäkalabteilung ab, wenn man irgendwas nicht berühren soll, ne? Gut, schauen wir uns mal unten um. So viel Gequatsche hier, an allen Ecken und Enden labern sie. Oben müssen wir jetzt soweit durch sein, aber wir haben ja noch ein paar Treffen vor uns. Gut, ich glaube, Idi und Tali waren ja im Dingens, im Apartment, aber... Dann dürfen wir also von Ihnen noch mehr Elker Shakespeare erwarten? So, hier drin waren wir ja schon, ne? Ich will jetzt gerade keinen Elker Shakespeare hören. Das habe ich schon mal irgendwo in einem... Ja, waren wir ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das haben wir schon mal in irgendeinem Teil, ich glaube im zweiten Teil war das gehabt, da konnte man auf der Citadel, würde ich denken, einen Ausschnitt aus Hamlet von Elkor vorgetragen hören. Das war, ich sag mal, nicht das Spannendste. So, dann mal ein Date mit Javik, warum nicht? Gefällt Ihnen Ihr Landurlaub, Javik? Ich soll in einem dieser Videos mitspielen. Das ist angeblich eine große Ehre und stärkt die Kriegsmoral. Behauptet wer? Ah, Commander Shepard. Ich wusste nicht, dass Sie auch kommen. Perfektes Timing. Wirklich perfekt. Sie spielen sich selbst. Achtung, der Proteaner ist am Set. Und sagt dem Stunt-Double, er ist gefeuert. Wir haben jetzt den echten Shepard. Echt jetzt? In dem also, Film? Also, alle auf Position. Schnell, schnell. Hintergrund bereit. Kameras, los. Na klar, warum nicht? Und Action. Commander Shepard, danke fürs Kommen. Die drängende Stunde des Untergangs, die so drängend naht, naht drängend.
Aber es besteht Hoffnung. Der Rat sagt, sie haben in einem Kühlschrank einen Proteaner gefunden und aufgetaut. Ach, traumhaft. Auch wunderschöne Rhetorik, muss ich sagen. Ja, er war im Eisfach. Direkt hinter dem Varenbraten. Ah, jetzt stirbst du! Noch nicht! Der Dialog kommt später! Der Vulture-Ratsherr möge sich bitte weitere Störungen verkneifen! Ich glaube, ich wurde bezüglich dieses Videos falsch informiert. Nun denn, o weiser alter Proteaner, welche alte Weisheit können Sie uns mitteilen? Salarianische Nieren serviert man bei Raumtemperatur. Sie sind noch besser, wenn der Salarianer noch lebt. Seine Angst gibt der Sache Würze. Proteaner, tot ist es Lügen! Höre ich Proteaner? Diese Person ist vertraut mit Entflammen. Diese Person hat viele Frauen in der ganzen Galaxie entflammt. Blasto, gut, dass Sie kommen! Die Galaxie wird von den Reapern angegriffen! Hätte uns doch nur jemand schon vor Jahren gewarnt! Diese Person hat es versucht. Diese Person wurde ignoriert von verschlossenen Hörmuscheln. Also, das war ich. Sovereign, Saren, schon mal davon gehört? Ja, und Blasto hat sie besiegt und dabei die halbe Citadel zerstört. Aber selbst er ist nur ein Hanar. Jetzt haben wir Commander Shepard und seinen Proteaner-Partner um Hilfe gebeten. Diese Person hat das Drehbuch nicht so weit gelesen und will der einzige Star bleiben. Moment, was? Wir drehen Blasto 7, Blasto im Krieg. Was ist mit den Kindern? In meinem Zyklus war ihre Art nur eine Vorspeise. Wollen sie gekocht oder lieber gebraten werden? Proteaner tut sich nicht mögen! Diese Person ist nun motiviert. Also gut, Commander Shepard und Proteaner-Partner unbestimmter ethnischer Herkunft. Willkommen im Spectre-Club. Wunderschön, wir spielen in einem Blasto-Film mit. Und Javik denkt nur ans Essen die ganze Zeit. Das ist ein Traum. Ich bin schon 3 Jahre in diesem Club. Korrekt. Aber Sie sind kein Ultra Spectre Elite 4000 Deluxe. Diese Person ist ein 7000. Weniger Rückstoß, schneller nachladen. Wo ist die Luftschleuse? Ich will ihn rauswerfen. Dafür haben wir keine Requisiten. Soundeffekte los! Hintergrund ändern! Da! Das ist der Halbbruder der Sovereign Slugger! Und er will Vergeltung! Stuntdouble, los! Dein Satz! Sag deinen Satz! Jetzt sterbst du! Oh nein! Der Vulture-Ratsherr ist indoktriniert! Diese Person ist der Held der Citadel. Diese Person hat ein Brandprojektil, auf dem der Name des Ratsherrn steht. Diese Person ist der Held der Citadel. Ich mache das. Diese Person besteht darauf. Diese Person scheißt drauf. Diese Person wäre viel lieber noch in ihrem Kühlschrank. Können wir gehen, Commander? Set abreißen. Das Besetzungsbüro soll einen neuen Watcher beschaffen. Vorbereitung für Blasto 8. Blasto heilt die Genophage. Ach, Javik ist toll. Hat er den Watcher einfach mal platt gemacht? Warum auch nicht? Kann man doch mal tun.